So, ich bin auf dem Weg. So, ich will dich noch mal eben drin haben im Fleischsupport. Oh Gott, das sieht doch viel aus. Alle Kunden zu kommen zur Hauptgeschäftszeit, fühle ich. Vor allem, wenn wir so vorbereiten wie jetzt. So, ich muss noch Ja, mal eben kurz in die mich Einstellung. überlegen. Also diese Mietsuppe. Ja, die Zeit. Scheiße. Ist scheiße. Komm. Zeit Muss man doch auch sehr. einfach mal ehrlich sagen. Und Fleisch ist eh nicht so gut. Wir müssen auch unsere Gäste schützen vor sich selbst. Research Desk. Und ein Kabinett. Ach, ich lieb's. Wie immer hat's meine Steuerung umgestellt. Ihr könnt jetzt auch wieder in den Chat vom Herrn Tritz schreiben. Visit. Ausrufezeichen Visit. Ausrufezeichen Visit. Das Visitos. Piu. Oh, wir haben noch einen zweiten Blueprint. Ja, habe ich direkt gekauft. Geil, ne? Und einen Research Desk, den wir erstmal reintun, weil wir ja gelernt haben, wir kriegen dann vielleicht schneller noch einen neuen. Oh nein. Nice. Let's go. Wieso? Wieso? Wollte sie noch. Was hast du jetzt davon? Naja. Okay, von mir aus können wir loslegen. Oh, warte, ich muss mich seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Okay. Oh nein, und Trips ist Nein, eigentlich kein Scheiße! Witz. Okay, wir müssen erstmal wieder ohne ihn spielen. Schade. Ich kann nicht mal den Ofen für dich Kommst du da nicht aufrüsten raus? machen. Nee. Oh mein Gott, ein Ernst. Aber eben ging es ja auch ohne mich. Sollen wir neu? Ja, aber jetzt kommen mehr Leute. Ja, Weil müsst du ihr jetzt ja. hinkriegen. Ich Steigt gleich mal würde an. sagen, wir strahlen. Oh mein Gott. Oh, das ist so dumm. Es ist so dumm. Seht mal zu. Ich gucke Voll nicht. der unnütze neue Mitarbeiter, ohne Scheiß. Warum Hey, hast du ich den muss halt erst eingestellt? angelernt werden. Das ist mein erster Tag. Guckt euch schön Du zu und lernt stehst da dabei hinten was. noch. Praktikanten-Lifestyle. Ah, seht ihr, wie gut das geht? Schade, dass er nicht zwischen Waschbecken und Teller eingeklemmt ist, dann könnte er helfen. Ich mach's mir schön im Büro gemütlich. Stell dir vor, du gehst in ein Restaurant und bestellst dir einfach nur eine Scheibe trockenen Toast. Ich finde das Frühstück auch nicht so super. Ganz ehrlich sagen, ey. Vorhin habe ich es gefühlt im Solo-Run, da kamen noch die Baked Beans dazu und dann Ja, dachte ich, ja. das würde ich essen zum Frühstück. Toast mit Baked Beans. Und noch ein Research Desk. Juhu. So, Juhu. Leute, ich fühle es, das wird eine Top-Runde. Ja, ich bin jetzt ja da. Ich regel das. So. Okay, was können wir hier besser, schlechter machen? Nix, ne? Nee. Einer muss forschen. Wer macht das? Ich mach. Okay. Und ka k 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 Süfrück, sehr schön. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Definitiv. Ja, kommen Sie rein und holen Sie sich Ihr Stühlfrück. Komm, wir müssen uns in die Tür stellen und versuchen, die Leute nicht reinzulassen. Finde ich gut. Wir wollen keine Kundschaft. Ja, raus! Nein, ich will nicht in den Das hier Regen. ist nur für Geldwäsche. Geh nur in den Regen. Geh nur in den Regen. Der Regen, der ist kein Segen. Los, dagegen halten, dagegen halten, dagegen Ah! halten, es sind so Die viele! Matte! Bisse! Doppelbrot. Willst du spülen und ich bediene oder willst du bedienen und ich spüle? Das ist mir völlig egal. Spüli. Spüli.
hervorragend. Träumchen. Ich frage mich, warum bei mir bei Stable Diffusion fast ausschließlich so komische, abstrakte Sachen rauskommen. Egal, ob ich die Guidance hoch oder runter stelle. Naja, wenn du da Lovecraft zum Beispiel eingibst, der geht nach den Alttexten. Und wenn es von dem halt nur so eine Art von Bilder gibt, dann wird der dir auch nur so eine Art von Bildern anzeigen. Ich hatte eher an dieses eine Foto von ihm da gedacht. Halt so ein magerer, düster aussehender Typ. Ja. Vielleicht probiere ich nochmal dran rum. Aber zwei Bilder sind jetzt auf jeden Fall schon mal so gut, dass ich mich nicht zwischen denen entscheiden kann. Mhm. Oh Gott, das ist so ein... Oh ja, ich fühle das voll. Passt aber auch. Ich fühle das voll für unsere Frühstückspinsel. Ja, das passt zu dem, was das ist. So ein richtig kitschiger Laden hier. Ja, so ätzend kitschig, wo man gar nicht arbeiten will eigentlich. Ja, so richtig Oma-kitschig. Das gute alte Stiefrück. Ja, ist was? Oh Mann. Das sticht so in den Augen, dieses... Ja, genauso wie unsere Tapete, das ist doch perfekt. Okay. Oh, warte, nein, ich bin noch nicht in der Küche. Oh nein, warte, nein. Okay, jetzt müssen wir speichern. Oh, sorry. Trips hat mich abgelenkt. Trips ist schuld. Hä? Ja, das gute alte Stiefrück. Um wie viel Uhr geht denn der... 10, glaube ich. Ne? Nanu, wieso kann ich mich nicht... Lenta, bitte. Ach so, darum kann ich mich nicht... Oh, ich wollte mich noch umziehen. So, Ausrufezeichen Visit. Um wie viel Uhr geht's denn mit Delta los mit seiner Einführung? 22 Uhr hatten wir gesagt. Cool. Er hat auch schon irgendwas bei sich reingeschrieben, habe ich gerade gesehen. Ja, da geht's um die Punkteverteilung. So, alle an den Platz. Forschen müssen wir nix. Ja. Martha, willst du denn auch mit Zombie-Einführung machen? Was ja, Martha, du spielst ja auch bald Zomboid, dann kannst du das auch gleich lernen. Mhm, gute Idee. Ja, oder oh, kannst war, du jetzt war zugestimmt. Dann kannst du nachher dabei sein. Ich muss jetzt, ich muss natürlich auf meine Tochter gucken, die im Hintergrund schläft, aber... Die kann ja mitspielen. Ich kann auf jeden Fall Kommentare erstmal dazu abgeben. Ja, kannst du das Spiel ja schon mal installieren. Ja, wir können ja mal gucken. Noch jetzt K drücken. Klingt noch nicht so 100% überzeugt. Also ich finde, Zomboid ist ein gutes Spiel, was jeder Spieler auf jeden Fall mal gespielt haben sollte oder sich mindestens mal angeguckt haben. Das kann ich nicht. Wir haben Martha noch nicht so weit. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Baseballschläger und eine Axt am besten. Oh, Niab, danke sehr. Narben. Oh, Niab, ein viertes Jahr schon. Fühlst du Nudelholz? Ja, damit kann man auch gut zuschlagen. Ja. Aber macht nicht so viel Damage leider. Ja, ist ein bisschen langsam auch. Müllbehälter? Da kannst du Sachen drin rumtragen. Also ein Müllbeutel. Oder eine Regentonne draus. Teller vergessen? Stimmt, Regentonne. Ey, das ist auch so typisch Zomboid. Du hast irgendein Loot, das du immer liegen lässt, weil du denkst, brauche ich für nichts. Und irgendwann brauchst du 10 davon. Und dann denkst du dir, ja geil, jetzt finde ich nichts mehr. Das war bei Müllbeuteln bei mir so. Mhm. Dann nochmal in alle Häuser reingehen, in denen man schon mal war, um die Müllbeutel zu suchen. Das sind die Momente, wo man sich fragt, warum spiele ich das nochmal? Du sollst Martha das Spiel schmackhaft machen. Ja. Nicht ihn verprellen. Das macht das Spiel selbst schon gut genug. Jetzt leider nichts Gutes gekriegt. Erstmal alles aktivieren hier. So. Gern geschehen. Oh nein, ich habe aus Versehen einen Teller genommen. Ah. Ich spiele gerade mit einer Mod, da gibt's, was heißt gerade? Ich habe den Run ewig nicht mehr weitergespielt. Aber da sind auch Solarzellen am Start und so. Da brauchst du Autobatterien für. Ja, die habe ich auch mal gespielt. Das ist ganz witzig. Jo, ich fand's schwierig zu checken, wie das funktioniert.
Da ist das, der Strom erstmal nicht bei mir im Haus gelandet. Juhu! So, ich mache im Hintergrund doch noch ein bisschen weiter mit der KI. Ich bin jetzt gehuckt. Also, vergiss nicht, Enter zu drücken. Jo. Enter. Bohnen? Beans for breakfast. Ja. Katja, du meintest doch eben selbst, du willst die Bohnen zurück. Ja. Also habe ich auch so verstanden. Genau. Hast du quasi drauf verstanden. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Danke nochmal. Da sind doch schon die Bohnen. Alles umbauen. Juhu. Da sind Töpfer. Ach Gott, was freue ich mich. Butler. Ancient. Kochstelle. Fühlst du die? Ja, sehr, sehr. Können wir die upgraden zu einer Safety-Dings-Hop? Ja. Tresen vielleicht auch zum besser schneiden? Nö, ich muss ja gar nichts wirklich schneiden. Sicher. Bisher, ja. Okay. Weißt du, wie man die Bohnen rausnimmt? Weil da bin ich vorhin gestorben. Also ich konnte sie kochen, aber dann... schlecht, oder? Weiß ich nicht. Topf halten und mit Bohnen interagieren, um zu füllen. Genau. Danach kochen. Und dann, wie nehme ich die dann raus aus dem Topf? Nee, dann nimmst du einen Toast und machst den da rein. Ah, okay, interessant. Dann Toast. Üben, oder? Ach komm, was soll's. Oh Gott, so ein richtiger Kantinentopf, ey. Ja. Oh Gott, da kriege ich richtig Vietnam-Flashbacks, wenn ich das sehe. Oh Gott. So ein Combiner können wir vielleicht auch dann brauchen, um diese Bohnen irgendwann mit diesem Topf, mit diesem Toast zu verbinden. Okay, kannst du sowas? Gute Idee. Noch nicht, aber... Dann lass uns doch mal... Ich kann gar nichts. Achso, jetzt habe ich was aufgehoben. Nee, da. Dann lass uns doch mal starten. Start! Okay. KKK. Was ist das denn? Soll ich hier was machen? Mit dem Brot an? Ich hab einen. Ach, den kann ich nicht. Kommt ihr daran? Erweitern. Jo. Ja. Nee, Pat. Wow, da kommen viele Leute. Echt? Warum eigentlich? Ja. Shit, das war nicht klug. Naja. Oh, Tussi. Der macht gleich den Tisch frei. Da will einer mit Bohnen. Oh, aber da weiß ich nicht, wie es geht. Ah, ihr, okay. Zack. Brot! Ey, vielleicht nicht mehr anrufen, weil ich bin hier mega gestresst, Leute. Nein. Bringst du noch ein normales Brot hier rüber an Tisch 1? Ja, easy. Ja, die wollen hier alle dasselbe. Du machst das großartig gerade mit den Bestellungen. Ja. Oh, zweimal mit dem Bohnen hier. Brobo. Ich muss erstmal wieder Brot backen, hab keins mehr. Was? Sorry. Doppelbrobo. Oh, keine Bohnen. Ja, dann sind wir jetzt dran. Da ist er. Die sind ja schnell weg, die Bohnen. Neu laden. Ah ja. Eieieiei. In allerletzter Sekunde. Ganz leise aus dem Hintergrund. Ja, neu laden. Hä? Wo ist hin? Das ist ja... Skandal. Warum kriege ich denn jetzt Bilder, wo die keine Köpfe haben? Das habe ich aber auch nicht bestellt. Das ist ja hier... Aber was ist... Warum ist es weg? Das war doch eben noch da. Was ist der Pawnshop? Pawnshop? Bist du ja auf St. Pauli, oder? Was ist der Pawnshop, Leute? Leute, Pawnshop! Was ist das? Hab damit nichts zu tun. Pawnshop! Was ist das? Mama, was ist der Pawnshop? Nicht Prawn. Nicht Porn. Doch. Prawn. Warum sagt Martha immer Porn-Trips? Ich weiß auch nicht. Der Pawnshop! Hör doch mal auf, deine Tochter schläft im Hintergrund. Ja. Das ist mir peinlich. Prawn! Nicht so schreien! Sollen wir den da nehmen? Komm, den nehmen wir, der ist mir sympathisch. Aber was ist das? Ey, ich bin doch noch nicht fertig! Ach, weg! Als hättest du was im Mund. Ach ja. Geht in den Pornshop, als hätte ich was im Mund. Ich wollte gar nicht fragen, was. So, ja, natürlich. Jetzt bin ich fertig.
Der Katzenmann ist zurück. Keine Ahnung, was das ist, aber es sind 3 Kunden. Oh, Fisch. Der Bock auf Fisch? Fisch? Das hatten wir gemacht. Wer ist wir? Trips und ich. Habt ihr Bock auf Fisch? Oh jo, das ist genau der Laden. Ja, jetzt haben wir ja keine Wahl mehr. Jetzt sind wir hier. Ja, also, ja. Ich muss da nicht unbedingt kochen, aber wenn keiner Bock hat, würde ich es machen. Ich habe schon Bock zu kochen. Ja, dann. Oh, da ist sich jemand zu fein für die Arbeiten des kleinen Volkes. Ja, deswegen. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber jetzt, wo du es schon gesagt hast. Das kannst du dann in Sombold auch gerne machen. Was Katja und ich gehen dann raus und erleben Abenteuer und du bist zu Hause und kochst uns irgendwie Pasta. Also wenn ich mitspiele, dann sehe ich mich schon so als Leiche. Jemand, der Amerika wieder aufbauen will. Ja, viel Glück dabei. Da sind nur ein paar Millionen Zombies zwischen dir und deinem Ziel. Oh, Kücke. Aber du kannst dir auf jeden Fall eine Festung bauen und da US-Flaggen reinhängen. Und das dann als die freien Staaten von Amerika erklären. Die zombiefreien Staaten von Amerika. Ja, und so Schilder, Zombieverbot. Da halten die sich bestimmt dran. Republik Matta. Weil Trips bedienst du, dann räum ich ab. Kann ich machen. Die Leute mit ihren toten Köpfen hier. Oh, da ist ja schon einer fertig. Entschuldigung. Okay, gegen den Uhrzeigersinn laufen. Willst du? Einen roten. Bist du? Roden! Das war ein leichter Tag. Achso, der Chef kündigt wieder Überstunden an. Als sie. Da kamen 2 Anrufe rein. Oh, geil. Unbezahlte Überstunden. Das sind ja meine liebsten Überstunden. Lau. Laufi. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Da kommt ja noch wer? Nee. Oh no. Das ist ja beides ganz furchtbar. Eis! Okay, wenn er will. Ja, gib. Eis, Beste. Ich hasse Eis. Nein, ich liebe Eis. Das macht schon. I will do it for you. Ich weiß nicht, ob ich das hab. TikTok? Hast du noch nicht angeguckt? Kein TikTok. Okay, dann ist seltsam. Dann hätte ich einige Fragen. Okay. Also, wer forscht? Ich. Achso, nee, warte. Doch, ich. Das interessiert mich nicht. Aber wir kommen teilweise Dreiergruppen, das heißt. Größerer Tisch in Vordergrund. Ihr bräuchtet teilweise. TikTok Schmickschmock. Nee, den nicht, aber der andere noch, vielleicht. Der da. Ja, perfekto. Prawn, nicht Prawn. Kücke. Oh, diesmal hat's gute Bilder ausgespuckt. Wir haben Kundschaft. Ja, die können dann mit abstimmen, welches wir nehmen. Was außer die mit den Tutan-Köpfen, den traue ich nicht. Oh, shit, du bist am Weg. Das stimmt. Hier, frisch aus der. Ja, aus dem Spielbecken. Oh mein Gott, ich glaube, wir sterben einfach. Nein, so ein Quatsch. Wir brauchen noch nur den blauen Fisch hier, der schon fertig ist. So. Gar kein Problem. Oh Gott. Oh Gott, es ist zu eng. Hm.
anständigen Kommentar hier einfügen. So, was wollen sie? Aha, das soll es geben. Hier, den roten haben wir auch noch. Rotbarsch und Blaubarsch. Zwei Blau brauchen wir. Yo, das sind Blaubarschbube und Meerjungfrau Mann. Ich wollte es auch gerade sagen, Blaubarschbube. Dieser Dreckfleck will ich weg. Dreckfleck. Magst du nochmal anrufen? HZ-Tour sagt, Eng ist ein dehnbarer Begriff. Zwinker, Zwonke. Ups. Ganz genau, ganz genau. Und give me the money. Ich habe das Gefühl, wir haben hier so einen Überschuss an rotem Fisch. Kann das sein, Chef? Nein. Ja, gut. Alles gewollt. Kann man nochmal einfrieren. So, ui. Was haben wir jetzt hier drin? Nix. Ah. Ich hab Grumpy wirklich das richtige Wort ist. Los, generiere! Oder wollt ihr eine Spüle haben? Stimmt, eine Spüle ist besser. Spül. Ja. Hey, Stu, hast du schon Ausrufezeichen Visit geschrieben? Hä? Warum? So. Nee, wenn ich ins Spiel wieder reintappe, dann greift er immer irgendwas. Weil ich Greifen ja auf der Maustaste habe. Der grapscht dann immer. Danke, dass du es nochmal demonstriert hast. Jetzt raus aus meiner Küche. Nein, hier bin ich jetzt. Und dreht eine Fritteusen. Nee, ich warte erst, bis Trips wieder raus ist und dann drücke ich gar nicht. Du bist so klug. Es ist nicht. Einen Mixer brauchen wir nicht, ne? Ne, es ist nicht so, dass ich ihm nicht traue. Oh, das Wort kenne ich gar nicht, Haystour. Aber ich traue ihm einfach nicht. Ich habe gerade ein neues Wort gelernt. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wir werden alle sehr, sterben. Sehr, sehr schlecht. Wir werden alle sehr, sehr sterben. Schnell rennen. Wuhu! Ich wollte es auch nur spannend machen, Leute. Kein Stress. Weg. Muss hier spülen. Warum wollen die alle kein Eis? Ja, was ist aber vielleicht, weil es Herbst ist. Ja, das macht Sinn. Gib Fisch. Oh, Scan rot. Da, stopp. So, was sagt denn der Übersetzer? Dreary. Matta, der googelt oft Arbeit. Trist. Trostlos, düster. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist gut. Den einzigen Grund, warum er auf der Arbeit googeln darf, ist... Da war keine Kundschaft im Haus. Wie wir noch mehr Geld verdienen können. Genau. Wieso ist der Fisch verbrannt? Der ist nicht verbrannt, der ist gut durch. Wir kriegen gleich Rauchvergiftung. Was ist das? Ich rufe den Arbeitsschutz an. Was ist mit der Gewerkschaft? Aber was? Ja, ist richtig gehört. Ich weiß von der Gewerkschaft. Nein, er hat das G-Wort gesagt. Oh nein, weißt wir kriegen nicht. Ärger. Nein. Jetzt werden wir alle entlassen. Ich fuchte vor deinen Augen rum. Weißt du nicht? Du weißt nicht, was eine Gewerkschaft ist. Das hast du nur geträumt. Es war ein schöner Traum. Ja, das war's. Kein Geldbonus. Das sieht hier wieder so aus. Oh. Ach, wäscht 4 Teller ab. Wollt ihr das? Oder wollt ihr unbedingt die Spülmaschine, weil ihr faul seid und nicht... Hä? Ach, egal. Ja. Boah, die HZ-Tour sagt KPD direkt Berufsgenossenschaft anrufen, die sind viel härter unterwegs. Berufsgenossenschaft anrufen, die sind viel härter unterwegs. Ist das so? Verstanden? Ja.
Nein, nein, oh Gott! Oh, aber hier ist eine Tür, zum Glück. Wir brauchen erstmal, sagt. Oh, hallo, Spielmaschine. So, wollt ihr jetzt mal Eis oder was? Eis, Eis ist geiler Scheiß. Ich will, dass wir ein Plakat aufhängen, wo das draufsteht. Vielleicht ist unser Eis zu langsam. Vielleicht brauchen wir diese klebrige türkische Eiscreme, mit, die an so einem Metallspieß hängt. Und dann können wir die Leute damit ärgern. Kennt ihr das? Wir wollen Eistrips. Echt? Oh, geil. Oh! Ups, nee, so ist das gar nicht. Hoppala. Oh no. Da ist für dich. Danke, voll nett. Martha, kannst du das Eis wegschmeißen? Chef, wir haben hier keinen Mülleimer, verdammt. Kein Mülleimer. Dann esst das. In eurer Mittagspause. Oh nein, wir müssen Vanilleeis in der Mittagspause essen. Was für eine schlimme Strafe. Der böseste Chef der Welt. Fühl ich. So, ich muss diesen Fisch jetzt hier in die Spüle legen, den roten. Wie? Das ist auch für die Kunden, da ist das doch völlig egal. Oh nein, ich habe mich selbst eingesperrt. Anna, mach mal Platz hier da! Einen roten. Kommt! Rot! Wie, ihr wollt kein Eis? Ihr bleibt jetzt hier und bestellt Eis, verdammt. Oh, der verbrennt hier gerade. Verdammte Schweine. Eisverweigerer. Eisfeinde. Oh nee, nicht Error. Jetzt generieren wir was Schönes. Nuss? Nutroast hatten wir doch letztens. Das war doch auch wie so ein Brot. War das der? Ja. Nutroast passt auch zum Pornshop. Sorry dafür. Dann machen wir das. Wenn du das sagst. Ich bräuchte mal so ein Meat Pie, so ein, ist das so eine... So einen gefrorenen, wo man vier Sachen reinlegen kann. Da könnte ich die Fische reinlegen. Also wenn ihr das seht... Also ist Meat Pie, wäre das so eine Art Pastete gewesen? Oh, ein Kopiertisch, Leute. Pastete? Jazz! Da, ja, was geht? Wir spielen Plate Up, danach Zomboid. Wie immer kriege ich wieder im Plate-Up auf einmal Hunger. Und nebenbei versuchen wir mit einer KI unseren Charakter für das nächste Pen and Paper quasi zu generieren. Was ist da drin? Da ist ein Kopiertisch drin. Oh nein. Ja, warum sonst? Ja, aber Ich weiß. Weiß ich doch. Was soll man denn jetzt machen? Oh. Ja, aber der... Ist so gut. Das ist so jutta. Und den Dishwasher? Wir haben gar nichts gekauft. Ich will was kaufen. Ich kaufe den Dishwasher. Einfach aus Rache, weil ich das Transportband nicht haben kann. Ja, aber Kopiertisch. Oh, sehr gut. Wenn sich am Chef gerecht wird, bin ich immer dabei. Will eher anders der Chef sein? Nein, nein. So, da ist die Rache. Wer es nicht loslassen. So, warte mal eben. Was ist denn das jetzt hier? Muss ich ja hier was... Du musst Zwiebeln schneiden und Nüsse dazu machen, glaube ich. Ja, und das dann das irgendwie... Weiß ich nicht. Mich. Viel Spaß. Ich erinnere mich. Du übertreibst es mit dem Rechen. So, warte mal. Table Zwiebeln. Da muss ich mal ein Rezept rein. So. Nüsse und Zwiebeln zerkleinern, mischen und kochen. In Portionen servieren. Okay. Das funktioniert wie so ein Toast. Also so, den Kopiertisch heben wir auf, ne? Den muss ich nicht upgraden. Ja. Okay, verstehe. Oh ja. Da kommen sie alle. Achso, übrigens, Jazz, Ausrufezeichen Visit, dann kannst du auch zu Besuch kommen. Oh, die wollen direkt deine gerösteten Nüsse haben. Die sind auf dem Weg. Halt sie noch ein bisschen hin, erzähl ihnen diesen Witz, den du kennst. Diesen einen? Diesen einen.
Woran erkennt man einen freundlichen Fahrradfahrer? Ihr könnt euch sehen. Na? Ich bin gespannt. Sag schon, du. Woran? An den Fliegen zwischen den Zehen. Und wenn man lächelt beim Fahrradfahren. Witze sind immer am besten, wenn man sie erklärt. Und der Chef zündet schon wieder den Laden an. Ei, die Weide. Ich habe eventuell die Spülmaschine angemacht. Gut, dass eh keiner bei uns essen kommen will anscheinend. Naja, wir haben von deinen Witzen gehört. Ja, ich glaube, die riechen einfach so verhindern, dass es anbrennt. Ich habe eine Methode gefunden, den Safety Hopper zu nutzen, ohne ihn zu kaufen. Oder kommen wieder welche? Nein. Du nicht. So, was wollen die denn? Ich frag mal. Ah ja, wir brauchen Neues. Ja, steht hier schon. Du darfst nicht sitzen. Der hat sich geportet. Wir brauchen noch einen Teller. Scheiße, warte. Ich mach schnell an. Na, schnell ist da... Ja, aber anders geht's ja nicht. Wir haben keinen Teller mehr über. Ja, und darum... Scheiße. Tja. Nee, schnell. Nein. Das war dumm. Ich war eine Sekunde zu spät, glaube ich. Na, du, woher wolltest du den Teller jetzt hernehmen? Ja, aus dem Himmel. Vielleicht, wenn ich das rausnehme. Hey, Delta! Delta? Was geht ab? Möchtest du auch mitmachen, Delta? Oder ihr wollt jetzt Zomboid spielen, oder... Was denn da los, Delta? Uns doch. Was denn da los, du? Delta, was ist denn jetzt? Was hat er denn, der Delta? Was hatte du denn da? Also, Delta, sag, also mein Frustration ist mittlerweile so, dass ich gut Zombies töten könnte. Was hatte du denn da? Delta, wo ist denn da, Delta? Delta schreibt einfach XD. Delta zieht sich hier aus der Verantwortung. So. Ach so, Delta. Matta will auch unbedingt Zomboid mitmachen, hat er gesagt. Er hat gesagt, er bin besteht gleich drauf. Bin gleich aber dabei. Bin gerade am Event vorbereitet. Bin gleich aber dabei. Nice. So, dann waren aber, wir einfach irgendwie. Dann können wir ja nochmal. Wobei ist er dann? Bei Playdub oder bei Zomboid? Das ist doch egal. Bei XD schreiben. Das ist doch völlig egal. Lass nochmal Pizza machen, komm. Oh, Pizza, Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Mamma mia. Pizza, wieso kommen immer diese komischen, wo kommen diese Stilentscheidungen her? Papa, Mama, Pizza. Juhu, Spülmaschine. Bevor ich eine Entscheidung treffe, erstmal ein Bier. Da ist immer eine gute Entscheidung. Oh, das gönne ich mir auch erstmal. Erstmal ein schönes Bier hier. Ich weiß auch nicht, was ich dem Generator noch Neues dazu geben soll. Okay, welches Bier hast du denn? Das ist kein Bier, Martha. Bitte, köstliches Bier. Das ist der durchsichtigste Bier. Kölsch oder was? Ja, köstliches Bier. Ja, könnte Kölsch sein, stimmt. Das ist, Visti habe ich jetzt sogar geschrieben, vor lauter Nervosität. Weil ich jetzt cool sein wollte und Bier trinken will, aber nur Wasser trinke, okay? Ich habe mich erwischt. Der besäuft sich gar nicht, Mann, bist du uncool, ey. Ach, tja, ja. Darf ich Pizza machen? Ja, gerne. Mache die Pizza, warte, Marke. Ja, Delta, komm unbedingt in diesen Sprachchat. Was ist Marke? Pizza, warte, Marke. Pizza, Pasta. Was soll die Pizzeria nennen? Warte, Marke. Oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt hier eigentlich gerade? Ja. Warte, Marke. Also jetzt spuckt mir die KI nur noch komische Sachen raus, die mir nicht gefallen. Du hast sie kaputt gemacht. Toll. Ja. Toll. Aber die denkt sich auch, was willst du denn jetzt von mir da? Der ist aber auch gut. Obwohl der eigentlich schon zu sehr in die Lovecraft-Richtung geht. Der ist auch... Oh mein Gott. Ich weiß nicht, die Lippen, dem die sehen willst mir du nicht zu im aufgespritzt Dunkeln aus. Der hat die plastische Chirurgie erfunden.
Ja, die beiden sind noch die besten bisher. Okay. Ah, der ist auch fühl ich schlecht. Ah, der sieht zu freundlich aus. Ah, schwer. Dinge entscheiden ist... Und jetzt kriege ich nur noch Sonnengeschichten hier. Also. Doch, ja, so was, ne? Ja. Okay, ja, natürlich, komm rein, Delta. Delta Schmelter. So, wer wagt es? Auszuverzeichnen, Visit und so weiter. Nein! Guten Abend. Hallo. Oh, ich merke, wo ich reingeraten bin. Hallo, warte Marke. Warte, esse die Pizza. Ist die Pizza für dich und mich? Pizza. Ah, das gute Brinkhoffs. Mag jemand Brinkhoffs von euch? Brinkhoffs? Was ist das? Ist Dortmunder Pilz. Ah, nee. Brinkhoffs Pizza ist die Pizza. Aber ein richtiges Dortmunder ist auch da. Brinkhoffs. Mehrere. Hansa oder Kronen. Gibt es mehrere. Aber Kronen ist richtig eklig. So, wie sieht das? Wollen wir machen die gute Pizza? Oder wollen wir? Das sind noch Kundschaft, ey. Wollen wir machen die gute Pizza? Wollen wir machen? Hatten keine Teller. Kein Bock auf Arbeiten. Sagt ihnen, die sollen nach Hause gehen und selbst kochen. Faules Stück Scheiße. Na. Oh, das ist nicht Spaß. Ihr habt auch nur keinen Bock abzuspülen. Sauen die uns hier den Boden voll. Ja. I think outside the pizza box. Hat das einer von euch geschrieben? Nee. Davon okay. Distanziere ich mich. Ja, wirklich. Ich bin dagegen. Ich erhebe Einspruch. Mehr Teller. Ich fühle Hilari. Mehr Teller. Oh, ich bin so dämlich. Ich kann jetzt mal... Doch nicht sowas. Ich bin gerade so schön dabei am Einrichten von einer Pointbar, ne, für OBS. Richte da so schön meine Kamera ein, da fällt mir auf. Moment mal, ich habe gerade den Greenscreen nicht an. Das sieht gar nicht so schön aus, wenn ich ihn später an hochziehe. Naja. Also heute ein langer Unitag, ich bin hart müde. Das ist ja perfekt. Ich habe schon gehört. Ja, so, heute lernen wir ein komplexes neues Spiel. Also ich war vorhin einmal kurz im Stream bei euch drin, ne? Und dann höre ich Katja, wie sie sagt, und sie freut sich schon, dass ich ganz oft sterbe. Ich hab's mitbekommen. Ja. Da freue ich mich auch schon seit Tagen drauf. Aber Trips wird auch ganz oft sterben. Und der hat bestimmt schon 300 Stunden in diesem Spiel. Das stimmt nicht. Ich hab. Doch. Ich werde auch oft sterben. Wir werden alle sterben. Darum geht's in diesem sterben. Spiel. Na gut, 235, da warst du tatsächlich gar nicht so weit weg. Ey, die wollte die Pizza gar nicht essen. Warum? Wollen nichts haben? Bonuspizza noch? Ist die Bonuspizza? Ist die Pizza? Sie ist. Oh, scheiße! Sie ist köstlich. Mein Trinkgeld. Nein! Das wird geteilt. Wer hat das gesagt? Wer hat das behauptet? Das ist gesellschaftliche Konvention. In Konfession. Ruhig nochmal an. Die KI nimmt bei mir hier immer so denselben Stil für die Bilder neuerdings. Ja, sonst schreib doch mal Ölgemälde oder so. Also ja, hab ich schon. Das war ganz schlimm. Das doch aber. Was da? Dann wurde das alles richtig abstrakt. Wild. Das sah dann alles so karikaturmäßig aus.
Oder, was ist denn ein berühmter Maler? Lass mich überlegen. Der in die Richtung geht. Ja, dann wird es sehr abstrakt, ne? Ja. Ich glaube, du kennst dich ein bisschen besser mit Kunst aus als ich. Ja, ich überlege gerade, wer hat denn so gemalt? Aber ich weiß auch nicht, was ich will. Auf der einen Seite will ich, dass es wie eine Fotografie aussieht, aber es soll eigentlich gemalt sein. Portionierer, Leute, was fühlt ihr das? Portionierer, warte, lass mich überlegen. Ja, fühle ich. Aber warte mal, was haben wir sonst noch als Alternative? Ah, nichts, okay. Ja, dann fühle ich das hart. Warte mal eben. Meine Katze hat heute übrigens meine French Press zerlegt. Wie das? Ein bisschen traurig. Vom Tisch geschubst? Ich hatte sie auf meinem Schreibtisch stehen gelassen und meine Katze ist, denkt sich dann so, jo, und dann platsch und dann, ja. Jo, was zum kaputt machen? Ich glaube, meine Frau lacht mich auch gerade neben mir aus. Wie machen wir den Portionierer? Aber so macht der Portionierer ja keinen Sinn, Leute. Ja, ich habe keine Ahnung. Nee, aber lass ihn da, dann müssen wir nur die Teller wechseln. Die machen wir dann hier hin. Und den Portionierer. Genau, ich glaube das. Oder andersrum. Was ist damit? Lass uns das andersrum machen. Ja, das fühle ich. Und dann musst du die Pizza aber hier in die Ecke legen. Also hier drauf. Ja. Geht das? Wir können es ja mal probieren. Ach so. Ja, komm. Nein, stopp! Oh. Okay. Hoho. Selbst ausgesperrt. So, komm in die neue Pizzaladen. Die beste Pizza, wo gibt, Ey, lüg nicht. Nein, das war keine Lüge. Der Laden heißt halt so. Das war keine Behauptung. Das ist der Trick. Laden heißt. Ja, ja. Kann uns keiner was vorwerfen. Da, friss! Hey, Fiona! Fifi! Aha. Hey. Mein Trinkgeld. Oh. Joink! Oh, wie frech, ey, Trips. Sei mal lieb. Nein! Dips ist immer so zu mir. Ja. Ja. Ich werde den gleich den Zombies zum Fressen verwerfen. Was? Ja, machen wir mit Schubsen? Ja. Das geht irgendwie, hat irgendwer erzählt. Ich stell dir einen Wecker vor die Haustür. Ich stell dir eine Mäusefalle auf die Straße. Ah! Bedrohlich. Richtig, assi. Ja, das ist das Asozialste, was du machen kannst. Schön nachts vors Bett stellen. Wir starten dann auch direkt in Louisville, oder? Das muss der Delta entscheiden. Warum ich? Keine Ahnung. In Louisville kannst du auch gar nicht starten. Das ist halt die krasse, riesige Stadt. Komm an. Aber hier, Bashing meinte zu mir, du sollst auf jeden Fall, Katja, mir gute Einstellungen empfehlen, die man spielen kann, die mich nicht gleich... Ja. Weil man kann da ja wohl eine Menge rumstellen, ne? An Zombie-Varianten und sowas. Ja. Und Voice und. Ich würde auf jeden Fall vorstellen, wie viel XP du kriegst. Also wie schnell du levelst. 1 Milliarde, bitte. Ja, also wirklich. Also wir spielen nicht mit den Standardeinstellungen. Ihr wollt direkt alles automatisch. Also so selbst. Ich würde so einstellen, dass es geil spielbar ist. Ja, das können wir auch Standard, aber ich glaube. Also heute würde ich mir erstmal Standard, einfach nur, dass du ein Gefühl dafür bekommst. Und dann kannst du ja selber sagen, es war zu hart oder es war. Ja. Ja, musst du dann gucken, ob du Spaß dran hast, 3 Stunden lang im Badezimmer zu sitzen und Bücher zu lesen. Also wenn ihr Einstellungen habt, die von Anfang an besser sind und ich nie wieder Standard spielen werde, dann können wir auch gerne das tun. Die Frage ist ja zum Beispiel, was Trips gerade sagt, mit Schlafen gehen. Ne? Normalerweise wirst du müde und dann musst du schlafen. Aber wenn wir Multiplayer sind, dann ist halt Schlafen richtig scheiße, weil wenn jemand müde ist und schlafen geht und die anderen spielen, dann kann es halt sein, du sitzt eine halbe Stunde vorm Bildschirm und wartest, dass dein Charakter halt aussteht. Wie bei Minecraft, ne? Dass du wahrscheinlich dann die Nacht vorbei ist, wenn alle schlafen gehen, ne? Ja. Ja, also sind unterschiedlich müde und das macht es halt so nervig. Deswegen, das könnte man schon ausstellen, dass man müde wird oder... Dann müssen wir uns nachts die Zeit irgendwie vertreiben, weil viel machen kann man nachts nicht. Ist halt wirklich scheiße dunkel. Ja. Ich muss mich mal kurz pausieren. Oh, Töchterchen ist wach. Das kann wohl sein.
Übrigens habe ich seine Tochter jetzt kennengelernt. Also. Und sie gibt's wirklich? Oder ist es so eine Ausrede für uns? Nein, sie gibt's. Imaginär. Okay. Unglaublich. Also sie ist halt wirklich schon sehr niedlich. Oh. Niedliches Töchter. Aber ich war ja, glaube ich, ein bisschen zu gruselig. Was? Was ist denn ja, ein fremder Mann, der halt jemand zu Hause ist immer gruselig, glaube ich, in dem Alter. Ja, gut. Ja, aber wenn man dann auch mit so einer Monstermaske da auftaucht. Ja, genau. Ich hatte meine Machete und meine und halt auch meine Hockeymaske dabei. Das Kunstblut hätte auch nicht sein müssen. Ja, richtig. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich habe halt auch Freddys Kopf mit dabei gehabt. Das war auch nicht so die beste Idee. Einen echten. Von deinem Nachbar Freddy, den Kopf. Ja, genau. Es war auch gar kein Kunstblut. Nee, was für Kunstblut? Aber ich wurde schon in der Grundschule immer gefragt, wo ich Freddy gelassen habe, weil ich ja wegen meines Vornamens. Delta? Ihr kennt meinen Vornamen nicht, oder? Ja, Delta. Glaube ich schon. Ja, ich heiße Jason mit Vornamen. Ja. Da passt das. Der ja. Alles cool? Alles cool? Alles supi. Alles perfekt. So, wir können hier upgraden. Wieso kriege ich die Bilder nicht mehr in dem Style, wie ich sie hier früher bekommen habe? Was habe ich denn verändert? Was machen diese Kürbisse da? Also, die brauchen wir jetzt. Oh, aber shit. Ich weiß nicht. Sind das diese Kürbiskerne geröstet? Ja, wir bräuchten wir noch einen Herd. Dann könntet ihr die haben kein Geld. Wir haben auch kein Herd. Wir haben kein Herd und kein Geld. Oh no, ganz schlecht. Okay. Ich werde mal probieren, mir hier was zu öffnen. ChatGPT mag ich lieber. Ist auch geiler. Aber, du hast irgendwie vorhin gesagt, dass plötzlich Midjourney Geld kostet? Ja, ist doch nicht mehr kostenfrei. Ich habe das doch vor wie 3-4 Wochen benutzt. Ja, ist auch erst seit einer Woche oder so. Ach, scheiße. Okay, wir probieren es. Warte mal, wir können ja hier das hier runterstellen. Midjourney. Und zur Not könnte dann Trips nachher den Counter da hinten benutzen. Wie ich? Ja, kann keine Ahnung, würde ich das sehen. Ja, eigentlich schon. Ich dachte, ich bediene nur die Leute. Er sagt jetzt auch, warum nicht mehr jede Sekunde eins gepostet wird, sondern nur noch alle 2 Minuten ein Bild. Oh, die wollen wahrscheinlich Kürbiskerne als Vorspeise, ne? Ich frag sie mal. Ja. Was aber auch, ne? Wollen wir die Kerne? Geben wir die Kerne? Die Fiona ist cool, aber der Martha. Ja, der. Was will denn die Fiona? Die will, glaube ich, Pizza. Die. Magst du dem das vielleicht auch? Danke. Nein. Der kriegt nichts. Mach eine Pizza, ne? Mach eine Pizza. So, was will er haben, hä? Will die Kerne? Will die. Achso, ja. Wo soll man die Kerne denn jetzt abstellen? Ach, da. Die habe ich da hinten hingestellt. Stelle die Kerne hin, hä? Gib mir die Pizza. Gib mir noch mehr Pizza. So, ihr müsst hier auf jeden Fall auch. Gib mir noch mehr Pizza. Ich glaube, anrufen ist jetzt keine gute Idee. Ja. Ja, nie. Bring mal den Müll weg. Gib mir die Kerne, ey. Ah, ein bisschen schwierig gerade. Ach, hier ist noch eine. Jo, da komme ich gut ran an die Kerne, das ist gut. Ja, ich bin hier so leicht überfordert gerade. Sarkasmus? Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, woran der komische Stil lag bei den Bildern. Das lag einfach beim 18. Jahrhundert. Hm. Anscheinend macht er die immer so komisch, wenn man 18. Jahrhundert sagt. Naja, der hat ja keinen Anhaltspunkt, ob die aus dem 18. Jahrhundert kommen sollen oder ob sie das 18. Jahrhundert zeigen sollen. Ja, oder also, ob es einfach so ein 18. Jahrhundert Stilistik sein soll. Mhm. Kürbiskerne! Oh no! Bitte nicht die verkohlten. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Gib mir die Kerne, gib mir schnell, hä? Mach ihn. Boah, das ist ja eklig da mit dem Müll. Ich hol den mal. Widerlich, sag ich euch.
Kannst du warten, bis Matta wieder da ist und was bestellt? Der kriegt das dann. Mach rein! Triff's bitte nicht, wenn hier Kinder anwesend sind. Was? Längestöhne hier? Das sind normale Arbeitsgeräusche. Also. Frech. Man hört immer, was man hören will, habe ich gehört. Oh, eine Kochstelle, Leute. Warum habe ich denn schon wieder so Hunger, Mann? Ich habe doch vorhin erst. Das heißt, wir machen jetzt so unsere eigenen Kürbisse hier draußen? Ja, oder hier, ne? Ja. Wie ihr wollt. Ja. Was wollen wir denn, Trips? Wollen wir das? Fühlen wir das? Ja, komm. Soll ich hier Kürbiskerne machen? Und ab und zu helfe ich dir, wenn ich Zeit habe. Sie. Übrigens, falls es euch interessiert, ne? Mhm. Wird demnächst bei Gaius, ne, der hat wieder ein neues RP-Projekt, was er planen will. Gaius. In Crusader Kings. Wenn ich richtig verstanden habe, war es Game of Thrones. Oh! Die Motto oder was? Läuft die denn stabil genug für Multiplayer? Ich glaube, würde jetzt also erstmal sagen, nicht. Wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren und er will es auch ausprobieren. Also Freitag haben wir dann ein Gespräch, also morgen Vormittag. Aber auch Vormittag. Ja, Game of Thrones muss ich ja tatsächlich zugeben, keine Folge gesehen. Ja, ich habe auch relativ früh aufgehört, nachdem immer alle Charaktere gestorben sind. Ich hey, was soll das? Aber ab der fünften Staffel stirbt halt einfach keiner mehr gefühlt. So, Spoiler. Ach. Ich hatte den Eindruck, das ist nur wieder eine von diesen Serien, wo die Hälfte jeder Folge lang nur gevögelt wird, anstatt dass die Geschichte passiert. Das Vögeln ist ja die Geschichte. Ja, das befürchte ich nämlich. Und das war jetzt der Punkt, wo du dann gesagt hast, nee, das gucke ich nicht? Ja, ich habe alles mit Sex. Wenn ich Leute vögeln sehen will, dann gucke ich halt ein Porno. Wenn ich eine Serie will, dann will ich, dass man mir eine Geschichte erzählt. Also ich finde, du tust dem Porno da unrecht. Niemand achtet auf die Qualität der Geschichte angeht. Als ob die keine Geschichte erzählen wollen. Ja, die Porno-Geschichte haben, die sind die besten Geschichten. Ja, also die besten Klempner-Geschichten. Ja. Alarm! 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 Oh, die sind jetzt ja hier hinten. Ganz allein im Service hier. So, verantwortungsvolle Aufgabe. So, was willst du hier? Pizza, hä? Ja, Pizza. Habt ihr eigentlich geforscht? Nö, also ich nicht. Sollte ich? Wolltest du den nicht haben? Nö, doch erst diesen... wo man steuern kann, was man kriegt oder nicht. Alarm! Ah, okay. Also den finde ich am besten so erst. Wo brauchen wir den Kopiertisch? Wir brauchen noch Esel. Kopiertische, si. Kommst klar, Trips? Was? Kommst klar? Ja, siehst du doch. Easy. No problemo. Babidi Bupi. Was sie machen? Was sie wollen, hä? Wollen die Kerne? Kriegen die Kerne? Ah, guck mal, ich kann ganz kleinen Kürbis machen. Kürbiswürfel. Kannst du auch einen Halloween-Kürbis schnitzen? Das ist die große Frage. Probiere ich gleich. Achso, war es das schon? Noch einen weiteren Belag für die Pizza fühle ich auch. Mhm. Pizza Fungi. Ja, Fungi und Zwiebel. Also auf derselben Pizza oder? Nee, schon getrennt, damit Matta richtig viel Arbeit hat. Ja, das mag ich. Dann kann ich immer anbrüllen, was wir brauchen. Darauf habe ich sehr viel Lust. Gorsa? Aber der Delta, du kannst jetzt auch noch mit hier einsteigen oder willst du jetzt ins Zomboid wechseln? Ich warte auf euch, aber ich kann. Ich mach so lange noch andere Sachen. Könnt ihr noch ein Spiel weitermachen? Sobald ihr fertig seid, können wir so weit spielen. Ja, das Sterben ist immer relativ schnell bei uns hier. Ja, wenn, dann geht's richtig. Passt zu beiden Spielen. Was ist das hässlich? Ja, also wenn ich Zomboid laden will, dann müsste ich mich auch mal kurz für 5 Minuten verabschieden.
Das könnte ich jetzt eigentlich jetzt nebenbei machen, ne? Ja, ist es soweit? Hast du dich entschieden? Ja, warum denn nicht, ne? Okay, okay, okay. Oh, da richtig aufgeregt. Okay, so, bevor sich Martha umentscheidet, lasst uns doch pausieren und Zomboid installieren alle und starten. Und ich gucke nochmal die Einstellungen, damit ihr einen grünen Rahmen um eure Männlein habt, damit ihr besser zuschlagen könnt. Oh, ich liebe Zomboid leider sehr. Ich merke es. Oh, ich freue mich gerade heftig, dass ihr dabei seid. Und ich überlege, ob ich mir einen Wein aufmache zur Feier des Tages. Also ich überlege, ob ich mir auch ein bisschen aufmachen könnte, auf jeden Fall. Aber es ist Projekt Zomboid, ne? So heißt das, ne? Ja, ja. Ja. Okay. Also ich habe ein Bierchen, machen? Du trinkst ein Weinchen und dann... Wie wollen wir das machen? Wollen also wir jetzt machen, starten. Dass du dir einen Wein holst? Oder wie war das? Das wäre natürlich richtig praktisch. Könntet ihr mal bitte herkommen, das NRW? Könnt ihr alle Wein mitbringen? Pockenzieher liegt in der linken Schublade. Also ich wohne in NRW, soweit ist das nicht. Ja, ich auch. Ich glaube, wohl alle wohnen wir in NRW. Wohnt Matta in NRW? Dann ja, der wohnt auch. NRW-Gang. Matta wohnt 30 Minuten von mir entfernt, oder 35. Ah, krass. Oh, ja. Sollen wir hier speichern? Oder ist es jetzt blöd für jemanden, der hier im Plate-Up gerade mega den Run hat? Also ich muss es noch runterladen und so, ne? Ja, deswegen. Aber du kannst ja nicht runterladen und gleichzeitig spielen. Nicht? Doch. Ich glaube, ich kann da nicht streamen. Okay. Keine Ahnung. Also spielen wir jetzt noch weiter, oder? Nee, ich würde mir jetzt einen Wein aufmachen und alles vorbereiten. Dann würde ich mir was zu essen holen. Ach, guck mal, das ist doch geil. Bis gleich. Gleich. Bis gleich. Bis gleich. So 30 Minuten geschätzte Wartezeit. Alter! Ah, guck mal, dann könnte ich auch schon mal den Bandbreiten-Modus ausprobieren für Project Zomboid. So, jetzt könnte mein Stream abkacken, aber ich glaube, ich gucke gerade eh keiner. Ah, jetzt haben wir... Du hast es so pessimistisch. Ich habe jetzt schon wieder so viele Bilder, bei denen ich mich nicht entscheiden kann, was davon Passepartout ist. Der ist halt schon alter. So, Einstellung, Stream, machen wir den Brandbeiten-Testmodus an und dann können wir das direkt mal testen. Oh, guck dir den mal an, Matta. Warte, wo bist du denn, Herr Trips? Ui. Die Einstellung, der Sound ist ja richtig böse, ey. Sieht sehr Lovecraftig aus. Ja. Also, ey, sorry, aber wenn du da so einen Lovecraft-Typen hast, dann will ich den töten. Was? Nein. Was? Nein. Aber Platte, okay, ist auch ein Messer. Macht ihr VVL 3 oder was? Ja. Ich hatte doch so einen schönen Namen dafür. Ich hatte so einen französischen Namen, hatte ich mir extra übersetzt, jetzt erst recht. Revolution, jetzt erst recht. Das fand ich sehr lustig. Was heißt denn jetzt erst recht auf Französisch? Voulez-vous coucher avec moi, glaube ich. Nee, ich glaube das ausnahmsweise mal nicht. Jetzt erst recht. Was passiert hier? Ach so, Updates erst. Na gut. So. Ich hole mir, wie gesagt, was zu essen. Bis gleich. Bisschen mehr maintenant. Och, Emmy. Roll 3 ist bisschen mehr.